Guten Abend, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirmen und hier im Studio. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trotha trifft. Ich habe heute einen Gast und ein Thema, das eigentlich ein sehr schweres Thema ist und wo der Betroffene zu diesem Thema eigentlich selber sich gar nicht mehr äußern kann. Und wir begegnen aber diesem Thema Land auf, Land ab in vielen Generationen und erleben viele Schlagzeilen aus diesem Thema. Weshalb spreche ich das so kryptisch an? Weil ich einen jungen Mann bei mir, darf ich Sie als jungen Gast bezeichnen, hier habe, der mit einem Buch und einem Film sehr Furore gemacht hat. Und zwar mit einem Buch und Film tragen den gleichen Titel, Vergiss mal nicht. Vielleicht, dass wir auch kurz mal in die Kamera 2 zeigen. Dieses Buch hat auch das Thema Alzheimer. Sie sind, ich darf Sie herzlich begrüßen, David Sieveking. Sie tragen einen berühmten Namen. Sie sind 35 Jahre, sind Regisseur und Autor dieses Buches. Und das Thema, das Sie behandelt haben im Buch und im Film, ist die Erkrankung Ihrer Mutter an Demenz, und eine Unterkrankheit der Demenz ist die Krankheit Alzheimer. Und ich sagte eben, man kann ja einen von dieser Krankheit Betroffenen gar nicht mehr sprechen lassen über seine Krankheit, weil bereits Symptom der Krankheit ist, dass er nicht darüber sich entäußern kann. Sie haben uns im Buch und im Film diese Krankheit sehr nahe gebracht. Ich darf Sie fragen, wann kam Ihnen diese Idee, das Buch zu schreiben und den Film zu drehen? Also der Film ist zuerst entstanden. Ich bin auch vom Hintergrund her Filmemacher. Mhm. Und bis jetzt, also das ist mein erstes Buch, was ich geschrieben habe. Das ist sozusagen während der Arbeit am Film oder sagen wir mal kurz bevor ich den... Nee, eigentlich nachdem ich angefangen habe zu drehen, muss ich sagen, kam erst die Idee, das Buch auch zu schreiben. Mhm. Weil es auch klar war, dass es ein sehr langer Prozess sein würde. Wenn man so eine Demenz sich anguckt, das geht ja über Jahre. Mhm. Und die Entscheidung, einen Film zu machen, das kam zu einem Zeitpunkt, als meine Mutter schon relativ fortgeschritten war in der Erkrankung und meinem Vater die Situation, also mein Vater hat sich um meine Mutter gekümmert. Nach seiner Pension kam sozusagen das Problem auf den Tisch, dass meine Mutter ihr Gedächtnis verliert, Stück für Stück. Wir wussten dann auch einige Zeit nicht, was wirklich los war. Und es hat noch ein bisschen gedauert mit der Diagnose. Aber dann hat sich eben herausgestellt, es geht hier um eine Demenz. Also es ist eine nicht heilbare Erkrankung des Gehirns. Ein Abbauprozess, der sich nicht wieder rückgängig machen lässt. Mhm. Und mein Vater hatte zum Glück eben Zeit eigentlich und auch den Willen, sich um meine Mutter zu kümmern. Mhm. Aber er hat sich keine Hilfe geholt. Er hat gedacht, das kann er schon alleine hinkriegen. Mhm. Und irgendwann wurde deutlich, dass er das eigentlich nicht schaffen kann, dass ihm das über den Kopf wächst. Ja. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ich muss irgendwas unternehmen. Und da ich eben Filmemacher bin und auch schon in meinen anderen Filmen, zumindest bei meinem Debütfilm, auch schon autobiografisch gearbeitet habe, also wo ich eine Geschichte aus meinem Leben erzähle, wo ich auch ein Protagonist bin, lag das für mich auf der Hand, das zu probieren, ob ich einen Film machen könnte, über die Demenz meiner Mutter oder über meine Familie, die sich dieser Herausforderung versucht zu stellen. Vielleicht für die Zuschauer und die das Buch auch nicht gelesen haben und den Film noch nicht gesehen haben. Ihre Frau Mutter war ja eine sehr engagierte, politisch sehr engagierte, das kommt in dem Film, wird es ja sehr deutlich, Frau. Und ihr Vater war Professor für Mathematik, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Also aus einem... Sie kommen aus einer Familie mit Ihren beiden Schwestern, in der sicherlich viel gesprochen, gedacht wurde, also einer intellektuellen Familie. Wo dann natürlich dann eine solche Erkrankung ganz besonders Schatten wirft. Und
Und das ist ja, glaube ich, auch ein Phänomen, dass die, die davon mittelbar betroffen sind, sich tatsächlich erstmal zutrauen, Hilfestellung für den Erkrankten zu machen, ohne dann wirklich absehen zu können, was das für physische Kräfte. Sie haben es ja selber auch an Ihrem eigenen Leib erfahren, als Sie Ihren Vater vertreten haben in der Urlaubsfrage, was das für Kräfte kostet. Also damit wird deutlich, ich möchte es aber auch dem Publikum sagen, es wird deutlich, dass Ihre Mutter nicht eine Einwilligung hat geben können zu diesem Film über Sie selbst, sondern das hat stellvertretend Ihr Vater für Sie getan. Wurde es auch in der Familie so von allen mitgetragen? Ja, im Grunde habe ich es, also als meine Mutter noch im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten war, hat sie so in der Geschichte unserer Familie, hat sie bei wichtigen Fragen einen Familienrat einberufen. Mhm. Also wenn es um ganz schwerwiegende Entscheidungen ging, wollte sie alle einbeziehen, die betroffen sind. Mhm. Ja, das war so ihr Wesen. Ja? Sie wollte nicht sozusagen autoritär eine Entscheidung fällen, da müssen sich alle dran halten. Ja, ja. Und im Grunde habe ich versucht, das aufrechtzuerhalten oder dem treu zu bleiben und habe mit meinem Vater und meinen Schwestern zusammen besprochen, wie wir damit umgehen können, mit meiner Idee, den Film zu machen oder mit meiner Idee, einen Dokumentarfilm zu machen. Mhm. In erster Linie war natürlich die wichtigste Instanz für mich mein Vater und die Tatsache, ob meine Mutter überhaupt mitmachen würde. Und Bedingung war für mich, ich mache den Film nur, wenn das meiner Mutter hilft. Wenn ich das Gefühl habe, sie profitiert richtig gehend davon. Ja. Und das war für meine Geschwister, die dem Projekt insgesamt etwas skeptisch gegenüberstanden, das war für die auch überzeugend. Das war das schlagende Argument. Aha. Weil die haben gesehen, wenn ich da bin mit meinem Filmteam, und ich war ja auch ohne Filmteam viel natürlich da. Ja. Das Projekt an sich hat mir natürlich unglaublich viel Zeit eingeräumt und Energie, mich zu kümmern, eben meinen Vater zu vertreten, wochenlang am Stück zu Hause zu sein, zu recherchieren nach guten Betreuungsmöglichkeiten und. Mhm. Das war natürlich unvergleichlich im Verhältnis zu, was meine Schwestern tun konnten, weil die sind berufstätig, die haben Kinder. Ja. Ich habe noch keine Kinder und ich konnte meinen Beruf sozusagen nach Hause bringen und konnte meinen privaten Wunsch, noch Zeit mit meiner Mutter zu verbringen, konnte ich mit meinem Beruf zusammen vereinen. Und das war natürlich, das war total überzeugend für meine Familie. Und mein Vater hat gesagt, nach relativ kurzer Zeit befunden, der Film ist die beste Therapie für meine Mutter. Und im Grunde hat der Film nicht nur meiner Mutter geholfen, sondern auch ihm, meinem Vater, weil er konnte endlich mal in Urlaub fahren. Ja. Und auch in der Situation zu Hause war das ein Aufatmen einfach, weil ein frischer Wind reinkam. Ja. Meine Mutter hat sich gefreut, wenn ich da war. Die hat sich auch über den Kameramann und den Tonmann gefreut. Die mochte junge Männer in ihrer Gegenwart, die sich für sie so interessiert haben. Und wir waren natürlich sozusagen, wir waren etwas Mobilisierendes zu Hause. Und auch für meinen Vater waren wir ein Weg aus der Isolation raus. Man kommt ja schnell in die Isolation, wenn man einen Angehörigen pflegt zu Hause. Ja. Wann war das zuallererst erkennbar? Sie sagten, als es, ich sag mal, Erinnerungsschwächen Ihrer Mutter gab, wann lag dieser Beginn der noch nicht diagnostizierten Erkrankung? Wie lange lag das zurück, bis dann die Krankheit diagnostiziert wurde und bis zu ihrem Tod? Ja, das ist schwer, da einen genauen Termin zu setzen. Das ist ganz, also in Jahren ausgedrückt, würde ich sagen, 2005 habe ich die ersten Beobachtungen gemacht, die mich. Wahrscheinlich Ihr Vater zuallererst, nicht? Oder? Ehrlich gesagt, wenn man ganz nah dran ist, sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, ja. Also er war nicht derjenige, der sozusagen Rundrufe gestartet hat in der Familie, um sich zu vergewissern, ob auch andere so denken. Sondern das waren wir Kinder untereinander. Aha. Weil der Prozess ist ja so schleichend, dass man am Anfang das gar nicht so genau wahrnimmt. Besonders, wenn man die ganze Zeit zusammen ist. Dagegen, wenn man als Kind nur ab und zu auftaucht, sieht man manchmal den Unterschied stärker. Also das ist meine Theorie jedenfalls. Also so war das für meinen Vater irgendwie nicht so frappierend. Ja? Also er hat sich sozusagen nicht so sehr gewundert über eine Veränderung bei meiner Mutter, sondern hat das sozusagen als
gegeben, angenommen. Oder altersgerecht. Das ist halt jetzt so, genau. Ja. Und das war ja auch im Anfangs noch nicht wirklich besorgniserregend. Aber 2005, weiß ich, habe ich mit meiner Schwester telefoniert und wir haben so Geschichten ausgetauscht, so Dinge, wo wir uns einfach gewundert haben, dass meine Mutter etwas vergessen hat. Ein Rezept für einen Hefezopf an Ostern, den sie immer auswendig konnte. Bei mir war es die Tatsache, dass meine Mutter nicht mehr wusste, dass ich bei Pfadfindern war, was erstaunlich war, weil ich da viele Jahre war und sie das eigentlich hätte wissen müssen. Das war aber jetzt kein Grund, mit dem Arzt zu sprechen oder so. Das passiert ja jedem Mal sozusagen. Da haben wir eigentlich gedacht, altersgerechte Vergesslichkeit. Ja. Wie alt war sie da, wo also sagen wir diese ersten Anzeichen? Da war sie 67, 68. Mhm. Und dann 4 Jahre später kam die Diagnose Demenz erst. Das ist für mich das geht in Ihrem Buch hervor und im Film auch, erstaunlich, dass das so lange ist das ein medizinischer Fehler gewesen? Wie würden Sie das im Nachhinein betrachten? Hätte man auch durch eine frühere Erkennung eine andere Therapie machen können, vielleicht das Krankheitsbild etwas aufhalten können? Ich glaube, in unserem Fall hatten wir schon etwas Pech mit den Ärzten und der Diagnose, dass sie sich so schwer getan haben, die Ärzte das Kind beim Namen zu nennen. Ja. Man muss aber auch sagen, dass sicherlich ein Phänomen zu tragen kam, das nennt man kognitive, das ist sozusagen eine kognitive Fähigkeit, die ein Mensch hat, bestimmte Dinge zu überspielen. Ja. Ja? Und das war bei meiner Mutter. Meine Mutter war eben eine hochintelligente Frau, Sprachwissenschaftlerin vom Hintergrund und hat bis ins hohe Alter Sprachunterricht gegeben. Und die konnte sehr gut noch reden und war sozusagen im Smalltalk gut. Die konnte auch noch relativ gut rechnen. Im Verhältnis zu ihrer Verwirrung im Alltag konnte sie noch erstaunlich gut rechnen und hat in diesen psychologischen Tests, die man ja macht, um die Diagnose zu erstellen. Das ist ja sehr schwierig, so eine Diagnose zu erstellen. Und sie hat in diesen Tests immer sehr gut abgeschnitten, sodass die Ärzte befunden haben, das kann keine Demenz sein. Es ist vielleicht nicht mehr so gut wie früher, wie ihre Mutter da geistig unterwegs ist. Aber machen Sie jetzt mal keine Sorgen. Ja. Und das war insofern schade, weil sie hatte eine Zeit lang eben eine hat sie selber reflektiert. Ja? Sie hat sich selber offen dieser Tatsache gestellt. Sie hat gesagt, ich will einen Arzt sehen für meine Demenz. Das hat sie gesagt. Also, tatsächlich? Genau, weil sie kannte das auch von ihrer Mutter. Und ab einem bestimmten Punkt wollte sie dann aber nicht mehr zum Arzt gehen. Das war dann ein Widerstreit. Und bestimmte bildgebende Verfahren, da hat sie sich dann vor gefürchtet, sodass das alles dann ein ziemlich schwieriger, schwammiger Übergang war bis zur Diagnose. Aha. Und als die Diagnose dann kam, dann galt sie schon als sehr fortgeschritten. Und die Therapievorschläge, die dann kamen, haben überhaupt nicht mehr gegriffen. Und ich glaube, wenn wir schon früher die Diagnose gehabt hätten, dann hätte man sich auch früher mit der Situation anfreunden können, dass man nicht mehr das alte, also nicht mehr den früheren Zustand nicht mehr herstellen kann. Das ist dann so. Und dann kann man sich besser darauf einstellen. Wir haben lange Zeit natürlich dann gehofft, dass es doch noch was anderes sein könnte. Zum Beispiel war lange Zeit die Vermutung da, dass es sich um eine Depression handeln könnte. Was häufig der Fall ist, dann kann man besonders im Alter, kann man wirklich genau die gleichen Symptome zeigen wie bei einer Demenz. Der große Unterschied ist nur, eine Depression kann man heilen. So ist es, wenn die Depression verflogen ist, sind die Gedächtnislücken nicht mehr da. Und diese Hoffnung bestand natürlich bei uns, solange die Ärzte nicht gesagt haben, hier Alzheimer-Demenz. Und es gibt ja auch noch andere organische Gründe kann es geben, also Stoffwechselprobleme. Es kann Mangelernährung, kann auch ein Grund sein. Und all diese Sachen muss man natürlich sorgsam aussortieren. Aber ich finde, da waren die Ärzte bei uns sozusagen nicht genügend, haben das nicht genügend ernst genommen, das, was wir ihnen als Angehörigen geschildert haben. Weil jeder unabhängige Arzt, der meine Mutter nicht in diesem Test gesehen hat, hat sofort gesagt, Demenz. Also wenn wir erklärt haben, was wir für Probleme hatten. Meine Mutter hat ja teilweise den Weg ins Badezimmer nicht mehr gefunden. Sie wusste nicht mehr, wann sie geboren ist. Sie wusste nicht mehr, welcher Monat war und wusste nicht mehr, wie man einkaufen geht und so. Trotzdem hat der Arzt gesagt, naja, kommen Sie mal in einem Jahr wieder, dann gucken wir. Und dann wurde es irgendwann, hieß es noch in einer Zwischenstufe, wurde das
leichte kognitive Beeinträchtigung genannt. Aha, ja. Ja. Das gilt sozusagen als Vorstufe einer Demenz, klingt aber, klang für uns halt natürlich völlig verharmlosend. Bewältigbar. Und irgendwie, das war eine lächerliche Bezeichnung für die Probleme, die wir hatten. Ist der Umstand dadurch, dass Sie sagten, also ein Drittarzt, der eben nicht mit Ihrer Frau Mutter vertraut war, kam sofort zu der Diagnose. Die Ärzte, die mit Ihrer Mutter vertraut umgegangen waren, kannten Sie ja eben als eine ich sag mal, feurige Person, intellektuell feurige Person, und haben das einfach nur als eine... Der Hausarzt hat auch auf Demenz geschlossen, aber die Fachärzte, die kannte meine Mutter ja vorher nicht. Die hatte ja jetzt nicht ein enges, jahrelanges Verhältnis mit einem Neurologen oder mit einem Psychologen, sondern die hat man dann ja aufgesucht aufgrund der Probleme. Da versucht man halt mit standardisierten Tests, die Diagnose zu treffen. Also man kommt natürlich aufgrund von Problemen dahin und dann macht man diese Tests. Da muss man eine Uhr zeichnen, man muss bestimmte Worte reinbilden. Und mir haben eben Fachleute gesagt, meine Mutter hätte sozusagen eine kognitive Reserve gehabt, mit der sie das kompensieren konnte lange Zeit, ihren Verfall im Gehirn. Ja. Und hat sich offenbar viele Eselsbrücken gebaut. Und hat sich sozusagen mit Anstrengung konnte sie das aufrechterhalten, das intellektuelle Gebilde. Und sie hat sich deshalb angestrengt, weil sie wusste, dass sie gegen ihre Demenz, wenn sie das selber als so bezeichnet hatte, von ihrer Mutter kannte sie das, hat sie sich dagegen also gestemmt mit aller Kraft und deswegen auch die Eselsbrücken, um quasi nicht ständig sich attestieren zu müssen. Es gibt einen Fortschritt in der Erkrankung, sondern ich kämpfe dagegen und das hat sie mit aller Kraft gemacht. Das hat sie lange Zeit gemacht. Ab einem bestimmten Punkt hat sie sich dann in der Hinsicht aufgegeben. Ja. Da hat sie dann auch vergessen, ihr eigenes Vergessen vergessen. Ja, und sie war wahrscheinlich auch gar nicht mehr in der Lage, sich dann... Genau, das war dann, also sie wusste nicht mehr, wer sie früher war und war darüber zum Glück auch nicht mehr so betrübt. Ja. Weil ganz sicherlich... war sie eine Zeit lang auch hochgradig depressiv. Ja. Und das war eben die Zeit, wo die Unsicherheit bestand, ist sie vergesslich, weil sie depressiv ist, oder ist sie depressiv, weil sie vergesslich ist. Und man muss sagen, fast auf jeder Demenz, habe ich gelernt, sitzt eine Depression drauf. Aha, aber dann ist so ein bisschen die Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Ja, ja. Und ich war mir eigentlich immer sicher, dass meine Mutter, ich hatte sie nie so als Menschen erlebt, wo ich mir hätte vorstellen können, sie ist so depressiv, dass sie so... solche Probleme bekommen könnte aufgrund einer Depression. Ja, aber ja, es ist total einleuchtend, dass wenn man sein Gedächtnis verliert oder wenn man seine kognitiven Fähigkeiten verliert, dass man dann sehr niedergeschlagen und depressiv wird. Das ist ja total einleuchtend. Ich glaube, das würde, das kann jeder verstehen. Diese Niedergeschlagenheit und Depression könnte ja auch den erreichen, etwa ihren Vater oder so. Also wenn er sieht, dass jede Hilfestellung eigentlich ihn nichts mehr fruchtet, auch seine physische, seine psychische Anstrengung eigentlich fast ins Leere geht. Also da ist er ja fast selber gefährdet, eine Depression zu erleiden. Ich fand es sehr kurzer Wortwechsel, als Sie abgeholt waren von Ihrem Vater mit dem Auto. Und Sie fragen, warum holt mich meine Mutter nicht, holt mich Gretel, wie Sie sie nennen, nicht ab? Und Ihr Vater so im Ton merkt sich also nicht irgendwie sie schonen wollen, sondern so mit einer fast nüchternen Sachlichkeit, sagte er. Und da dachte ich, da sind ja schon die Emotionen eigentlich, um die Situation zu bewältigen, schon ein bisschen draußen. Und die physische und psychische Erschöpfung, die sie dann auch selber erlebt haben, als sie selber ihren Vater vertreten haben, kam so bei ihrem Herrn Vater gar nicht so zum Tragen. Ich habe es nicht so gesehen. Vielleicht fehlt mir, das darf ich vielleicht so sagen, vielleicht fehlt mir die Kamera, die das hätte auch vielleicht mitzeigen sollen. Also quasi, welche Schwierigkeiten ihr Vater mit sich hatte und seiner Kraft und seiner Psyche, um ihre Mutter zu begleiten. Oder ist das zu sachfremd? Also ich meine, man macht einen Film, der dauert 90 Minuten und man macht das, was einem sozusagen, was man machen kann, und versucht dann, ich habe dann versucht, die eine interessante Geschichte zu erzählen. Und das ist im Grunde auch kein Film
Also ich hab überhaupt keinen, weil Sie immer vom Thema Demenz sprechen. Ja, ja. Ich bin überhaupt nicht losgezogen, um einen Film zum Thema Demenz zu machen, sondern es ist ein Film über meine... Porträt. Eigentlich ein Porträt meiner Mutter und es ist eigentlich ein Liebesfilm über meine Eltern, der erstaunlich heiter und lustig ausgefallen ist. Das habe ich gar nicht so erwartet zu Anfang. Ja. Und ich glaube, dass eine ganze Menge Psychologie meines Vaters drinsteckt. Also da könnte ich eine Menge drüber erzählen, was man da erlebt. Das wird jetzt nicht so... Ich wollte keinen Film machen, der sozusagen, wo sich zwei Leute im Sessel gegenüber sitzen und sozusagen psychologisieren oder darüber sprechen, sondern ich wollte einen Film machen fürs Kino, wo man drin sitzt und in eine Geschichte einsteigt und was erlebt zusammen und nicht so sehr durch ein Gespräch versucht, was zu analysieren. Ja? Aber ich denke, man kriegt schon mit, was mein Vater, also was für mein Vater für Schwierigkeiten hat. Mit der Situation fertig zu werden. Aber es ist natürlich auch ein bestimmter Zeitraum, der erzählt wird. Ja? Also im Buch gehe ich ja in der Zeit viel mehr zurück. Also das Buch holt viel mehr aus und geht auch noch weiter als der Film. Der Film ist sozusagen unmittelbarer für die Zeit, in der ich gedreht habe, also in der ich angefangen habe zu drehen, bis zum Tod meiner Mutter. Ja, natürlich gibt es ein bisschen, es gibt auch Rückblenden, Einschübe, aber die machen sozusagen nicht das Herz des Films aus. Ja. Und da ist mein Vater ja schon an einem bestimmten Punkt angelangt. Also sowohl meine Mutter, die depressive Phase meiner Mutter, als auch die Phase, wo ich meinen Vater als, naja, also wo er auch depressive Züge gezeigt hat, oder zumindest so eine, sag ich mal, so eine Lakonie an den Tag gelegt hat, oder so einen Fatalismus hatte er auch. Das war zu dem Zeitpunkt nicht mehr so, als ich gekommen bin. Ich wusste aber, dass er, also meine Mutter hatte sich aufgegeben. Die lag einfach da und ist nicht mehr aufgestanden, als ich angefangen habe zu drehen. Ja. Mein Vater hat gesagt, ich werde mit der Frau nicht mehr fertig. Wahrscheinlich, also ich schaffe das nicht und wahrscheinlich, sie will ja auch gar nicht mehr so. Also es war eine sehr morbide Stimmung. Man konnte in dem Film das ja auch deutlich sehen. Genau, so war das am Anfang. Ja, ja. Und meine Mutter hat zu mir auch gesagt, gestern bin ich tot gestorben. Also es war so ein, sie lag eigentlich schon wie so, wie in ihrem eigenen Sarg in ihrem Bett. Sie hat sich auch kaum bewegt, sie lag da ganz steif und mit gefalteten Händen. Und es war dann eigentlich wie ein Wunder, dass wir noch mal so Lebensgeister wecken konnten. Und dass mein Vater rauskam und sich dann, als er wieder, er konnte mal in Urlaub fahren, als er zurückkam, merkt man ja, dass in ihm noch mal was anfängt zu arbeiten. Er beschäftigt sich mit seiner Vergangenheit, er beschäftigt sich mit der Beziehung zu meiner Mutter. Und er liest ihre Tagebücher zum Beispiel. Und er fängt an, Lebensbilanz zu ziehen. Ja, was offenbar auch für ihn was Neues. Genau, was Neues. Er zieht daraus Schlüsse und ändert auch seine Einstellung zum Leben. Er hat eine ganz neue Rolle eingenommen bei uns zu Hause. Ja. Er war ja nicht der den Haushalt besorgt hat. Er war auch nicht derjenige, der sich um den Garten gekümmert hat. Also es waren alles neue Dinge. Er hat zu kochen angefangen und er wurde ganz fürsorglich für meine Mutter. Und er hat, die haben eine Intimität gefunden, die sie vorher gar nicht so kannten in ihrer Beziehung. Und das war ein immenser, also ein großer Prozess, den mein Vater durchlaufen hat. Und das wird in dem Film ja auch gezeigt, dieser Aspekt. Ja. Ich habe wirklich mit viel Freude gesehen. Es wird ja auch gesagt, Ihre Mutter sagte, die Ehe muss nicht ganz nur auf uns beide konzentriert gewesen sein. Ihr Vater sagt das, die Mutter hat das gesagt. Und dann kommt es in diesem Krankheitsbild die Fokussierung doch auf den anderen Menschen und so. Und die frühere Verletzbarkeit, die ihr Vater ja gar nicht erkannt hatte in seiner anderen Einstellung zur Ehe. Und wie das dann so einen Spannungsbogen bis zur physischen Erschöpfung ihrer Frau Mutter gebracht hat, war für mich sehr bewegend. Auch dann wieder die Momente, wenn ihre Mutter so ganz mit geschlossenen Augen liegt, eigentlich nicht Augen aufmachen möchte. Und sie hört aber plötzlich einen Satz. Und dann kommt ein ganz wacher Blick. Und also diese Ambivalenz des Erkennens und des sich Zurückziehens. Und, also insofern ist dieser Film, muss ich sagen, ein wunderbar authentisches Zeugnis, was Sie da abgegeben haben, Porträt abgegeben haben zu Ihrer Mutter. Sie sind Fachmann jetzt geworden für die Erkrankung Ihrer Mutter. Sie sagten, Sie haben einen ersten autobiografischen Film gemacht, dieses ist auch wieder. Also Sie werden dem Genre treu bleiben wahrscheinlich. Oder das, gut, ein Regisseur geht bandbreit ins Feld.
Sie werden viele neue Aufgaben machen. Werden Sie auch ein weiteres Buch mal schreiben wollen? Hätte ich große Lust. Also das war, also als ich den Film angefangen habe zu machen, kam die Idee auf, auch ein Buch zu schreiben. Also da ist der ein Verlag an mich herangetreten. Und für mich war das toll, weil ich natürlich, wie Sie schon angesprochen haben, man kann bestimmte Aspekte in einem 90-minütigen Film, also viele Aspekte kann man nicht unterbringen, wenn man, wenn man über das Leben erzählt oder über Menschen oder über eine Krankheit. Das sind immer nur kleine Ausschnitte. Und wenn man sich aber jahrelang mit etwas beschäftigt, dann trägt man unheimlich viele Erfahrungen und interessante Erlebnisse mit sich rum. Und ich war unheimlich froh, zumindest einen Teil von diesen Erfahrungen, die nicht im Film gelandet sind, in das Buch packen zu können. Und das Buch ist wirklich eine Ergänzung zum Film. Es zeigt eigentlich die Vorgeschichte, also die schleichende Entwicklung der Krankheit bis zur Diagnose und bis zum Beginn der Dreharbeiten. Und dann auch die sehr schwierige und schmerzvolle Phase, als es mit meiner Mutter dann zu Ende ging, also die letzten Wochen und Monate, die ja sich sehr schwierig gestalten, sowieso bei jedem Menschen, denke ich mal. Aber bei einer Demenz ist das natürlich noch mal dramatisiert oder sagen wir mal zugespitzt, was da für Fragen auf einen zukommen, welche lebensverlängernden Maßnahmen man vornehmen möchte. Die wirkliche tägliche Arbeit, also die auch ihr Herr Vater da gemacht hatte. Also man saß einmal so, wenn er so wischte mit dem Fuß den Boden wischte. Und das ist ja nur eine Sekunde von dem, was er täglich und stündlich und minütlich auszuhalten hatte. Dann ist das, weiß man ungefähr, was es heißt, was Ihr Vater auch übernommen hat. Ja. Sie waren alle drei, wir sind in der letzten Minute, Sie waren alle drei Geschwister auch und mit Ihrem Vater bis zum letzten Moment bei Ihrer Mutter, als sie starb? Wir konnten sie dann zum Glück, also nachdem meine Mutter noch mal ins Krankenhaus kam, konnten wir sie zurück in den Kreis der Familie holen, sozusagen ohne Schläuche, und sie da im Kreis der Familie auch verabschieden. Das war sehr schön. Schöner kann man sich dann das nicht denken. Herr Sieveking, wir haben einen sehr problematischen Themenkreis jetzt bearbeitet. Ich kann es noch mal in die Kamera sagen. Schauen Sie sich den Film an, wo er läuft. Lesen Sie das Buch. Es ist ein so starkes Buch und so starker Film, dass wer mit dieser Thematik sich beschäftigen muss, manchmal freiwillig, manchmal nicht freiwillig, wird hier sehr viel Halt bekommen. Und er wird auch wissen und erkennen können, dass es auch durchaus lustig sein kann. Ja, ja. Und, man sollte den Humor nicht verlieren. Man sollte den Humor nicht verlieren. Ja. Sie haben es schön auch in Ihrem Text immer im Off gesprochen. Und da hört man das dann auch an Ihrer Stimme. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie werden wahnsinnig nachgefragt. Ich habe Herrn Günther Jauch, bin ich zuvor gekommen. Vielen Dank, dass Sie das hierher gekommen sind. Wir werden vielleicht zu einem anderen Thema nochmal dann hier sprechen, wenn Sie einen anderen Film gedreht haben. Und ich bin froh, dass Sie diesen Film gezeigt haben. Und einen anderen werde ich mir spannend ansehen. Vielen Dank. Danke.